So, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der sehr erfolgreich eine neue Sendung bei Pro7 moderiert und noch vieles anderes unternimmt, meine Damen und Herren. Heute bei uns zu Gast, hier ist Holger Speckan. Ist ja gut, jetzt beruhigen Sie sich doch. Nett hier bei dir. Ach, die Frauen flippen immer so aus, wenn sie dich sehen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich dachte mir, mit diesen Geschenken ist ja immer langweilig. Letztes Mal habe ich dir so einen Geißbock mitgebracht und die steigen jetzt hier ab. Ja. Ne? Leider, mein Club steigt Das wollen wir erstmal sehen. Ja, gut. Ja? Mein Club steigt wir haben ja noch auf. Drei Spiele, das sind 9 Punkte. Ja, jedenfalls wird das ja immer weggeschmissen. Drei Spiele sind 9 Punkte. Ja, gut. Ja? Glaubt dran. Ich wünsche es euch ja auch. Was ist denn dein Verein? Hast du einen Verein? Hannover 96. Aufsteiger. Was denn hier? Hannoveraner im Haus. Ja, es tut mir leid. Aber das kann man ja wenigstens essen, das muss man nicht wegschmeißen. Kannst du dir mit deinem Team teilen oder ans Publikum verteilen? Das ist eine Torte. Das ist eine Torte, ja. Geil. Ist bei uns bei Mars oder Venus die Siegertorte? Für das jeweilige Geschlecht. Ja, erzähl mal, Mars oder Venus? Ja, das ist Arabella. Ne? Das soll Arabella sein, alles klar. Das bin ich. Das bist du, ja. Und dich wollten wir ein bisschen dicker machen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich lach mich tot. Ich kann nicht mehr. So. Ich wollte mal einen Karl. Immer Scherze über meine Figur. Ja, aber du bist ja Vize-Weltmeister. Ich habe auch Gefühle. Kommt man gar nicht zu Wort, ne? Nee, ist Quatsch, ich habe keine. Und bei uns ist das auch ein Boxring, wirklich jetzt. Ist wirklich so. Das haben wir jetzt ja, tatsächlich. Mars oder Venus, das erklärt kurz genau, was es ist. Also, es läuft immer am Samstag. Samstag 19:25. 19:25, ja. Und da geht es um die Klischees, die Männer und Frauen so haben. Also, Frauen gehören einher zum Beispiel. Ja. Oder Frauen wollen nur das eine. Nee, das waren die Männer. Genau, Männer auf wollen keinen nur Fall das auf dem Fußballplatz. Ja, Fußball und Frauen, das sind Welten. Ja, natürlich. Ja, das geht nicht. Also, ich möchte gern mitspielen, wenn ihr das macht. Ja. Möchtest du mitspielen? Sehr gerne. Bist du ein guter Kicker? Ich weiß nicht. Ich probiere es. Gegen Frauen reicht es ja immer. Ne? Ja. Also, wir kriegen da noch mal ganz viele Punkte. Ich glaube, wir würden gegen die Damen-Nationalmannschaft sogar in Skischuhen gewinnen. Das wäre jetzt noch mal eine Herausforderung. Ja, ja, aber die haben die Pfeifen, die haben die Hosen voll. Ich glaube auch. Niemals würden die gegen uns... Nee, die trauen sich nicht. Nee. Ich weiß, wir sind auch zu hart. Wir sind ja das stärkere Geschlecht, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Na ja. Klatscht einer. Ja, einer klatscht. Einer, du. Einer. Na ja, gut. So, also, das ist dieses, jetzt erklär kurz, was es genau Also, wir reden da eine halbe Stunde eigentlich nur dummes Zeug. Ja. Über diese ganzen Klischees, die es so gibt. Ja, aber das ist man doch gewohnt von dir. Ja, das stimmt, ja. Und wir kriegen dann immer nette Briefe, wenn ich dann zum Beispiel sage, dass ohne uns Männer hätte es die Dampflokomotive nie gegeben und das Dampfbügeleisen für die Frauen schon gar nicht. Ja. Dann kriege ich dann immer diese fiesen Briefe, was ich für ein Macho-Arschloch bin. Bin ich ja auch. Ja. Ja, aber man sollte es ja noch nicht ganz also, so ernst nehmen. So. Das ist nicht wirklich ich tue nur meine, so. Oder? Ja. Ich bin ja auch verheiratet. Du weißt, ich hätte ja schon längst die Scheidung. Wie, du bist verheiratet? Ja. Seit wann das denn? Naja, also irgendwann kam der Vater meiner Frau um die Ecke und hat gesagt... Echt so? Ist du verheiratet? Hier, ich habe so viel Geld für dich, dann konnte ich nicht absagen. Ne? Dann bist du für uns ja vom Markt. Ja, für dich leider jetzt. Dafür kriegst du Torte, ne? Ja, toll. Ja, was wollte ich fragen? Achso, jetzt läuft diese Sendung immer. Gibt es da eine gewisse Folgenzahl? Gibt es da was zu gewinnen? Gibt es da Kandidaten? Oder? 13 Folgen. Da kämpfen dann immer drei Frauen gegen drei Männer. Also Arabella steht dann bei den Frauen. Ja. Und ich stehe bei den Männern. Arabella steht bei den Frauen? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, man denkt es manchmal nicht, aber es ist so. Ja. Und dann stimmt am Ende das Publikum ab, wer gewonnen hat. Gib mal her. Ja. Das sind aber eigentlich immer wir Männer, also wir gewinnen das schon regelmäßig. Ja. Ne? Das, ist so, das ist schon sehr, sehr macho. Bist du privat auch ein bisschen macho-mäßig oder ist es nur Spiel? Nee, es ist ja dann so, man macht dann hier dann den Dicken und zu Hause hat man nichts zu sagen. Ja. Ne? Ist es so? Das ist leider so, ja. Ja, durftest du gestern Abend zum Beispiel Fußball gucken? Ich durfte Fußball gucken, aber oben. Ah, oben. Ach so! Ja. Ja, also ich musste dann ins Schlafzimmer zu dem 15x15 Bildschirm. Echt? Und meine Frau hat unten Matlock geguckt auf dem großen Bildschirm. Matlock? Ja. Ja, man kann es manchmal nicht ändern. Dir, ne? Das lässt du dir gefallen? Ja, ich muss es ja nicht ändern. Ja, ich weiß. Ja. Es ist hart. Das heißt, ist es schon so? Dafür hat sie heute gekocht, ne? Ja, du hast auch gesehen, nee, sie hat gekocht. Ach, sie hat gekocht. Das lasse ich dann. Ja. Wie ist das, was darfst du so auch, wie lange bist du verheiratet schon? Über ein Jahr, 14 Monate jetzt ungefähr. Ach so, ja. Und wenn du so mal mit Freunden einen trinken gehst oder so?
Nee, das ist ja kein Problem. Ach, dann darfst du. Ein Alkohol trinkt sie ja Hauptsache, auch, du bist ne? nicht zu Hause. Ach so. Ja. Hauptsache, du bist nicht zu Hause. Nee, wenn es um Sprit geht, dann sind wir uns immer einig. Ach so, verstehe. Und was, wie ist das bei Hobbys? Habt ihr ähnliche Interessen oder ist da auch so? Nee, ich habe ja so ein Hobby, Angeln. Bitte was? Angeln. Du bist aber ein sehr trendiger Typ, ja, ich oder? Weiß, ja. Nein, also das Schöne ist, Angeln. Ja, sitzen Wer ohne Reden ist das Motto. Sitzen ohne Reden, ja. Das ist Angeln. Also ich angle nicht regelmäßig, ich habe lange nicht mehr geangelt, aber mit meinem Vater habe ich das früher mal gemacht. Ja. Männerrunde, ne? Bierchen ja. und nicht sprechen. Das, wenn du was fängst, sag mal, isst du es dann auch oder machst du es einfach nur vom Haken? Und ja, meinst du, ich bin nicht bescheuert, ich sag das doch jetzt nicht. Nachher habe ich Michelle bei mir vor der Tür, das will ich ja nun gar nicht. Also, ich schmeiß dann wieder alles rein. Also du schmeißt wieder rein? Ja, ja. Oder isst du die Tiere doch? Na, ich esse sie, aber ich sag jetzt, ich schmeiße wieder rein, damit ich Michelle nicht treffen muss. Ja, damit Michelle nicht vor der Tür. Ja, sehr interessantes Hobby, muss ich sagen. Ja. Es läuft schon wieder die Zeit davon. Angelst du nicht auch gerne? Nein, ich angle überhaupt nicht gerne. Oder segelst gerne? Ich finde Angeln, Segeln finde ich gut, aber Angeln finde ich scheiße. Wir haben uns ja mal getroffen, weißt du das noch? Wir haben ich kann gecampt. Ich mir nicht vorstellen. Wir haben uns mal getroffen, wo ich habe gecampt in Frankreich mit MTV und ich habe dich in der Bar getroffen, zufällig. Weißt du es noch? In Frankreich? Ja. Das war so ein Pferd. Wo war das denn? Da hast du mich gefragt, was ich hier mache, aber ich muss arbeiten. Und was machst du? Und hast du gesagt, ich bringe mein Boot in einen neuen Hafen. Habe ich gesagt? Ja. Da habe ich aber gelogen. Ja, hast du gelogen, aber ich wusste dann, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil ich wollte nur angeben. So, wir sind schon wieder vorbei, meine Damen und Herren. Was heißt, wir sind schon wieder vorbei? Du bist schon wieder am Ende. Leider. Mars und Venus, Leute. Ja. Wie seit Jahren. Mars und Venus läuft übrigens immer 1925, Samstag, wie ich schon gesagt habe. Fun-Talk auf ProSieben. Fun-Talk auf ProSieben. Ja, dann viel Erfolg damit. Schönen Grüße an Arabella. Ich danke dir. Holger Schwenker, meine Damen und Herren. Tschüss.